Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Sherlock Holmes The Awakened. Wir sind auf der Suche nach Dirty Summers und haben jetzt hier diesen Geheimgang in den Keller gefunden. Ich weiß nicht, was uns hier unten erwartet. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen lasst uns einen Blick riskieren. Wir haben Watson zurückgelassen, denn diese Sache möchte Sherlock selbst übernehmen. Ah, guck mal, was wir hier gefunden haben. Wartet mal, man kann sich hier durch die Wand drehen. Also, an einer ganz kleinen Stelle geht's, wenn ihr das sehen könnt. Ja, das bricht die Immersion, aber deswegen machen wir jetzt auch weiter. Was ich sehr cool finde, ist, das Spiel ist ja wie ein Point-and-Click-Adventure. Ich muss hier also nicht kämpfen oder so, sondern wirklich nur investigieren. Das finde ich schön. Denn hier für Katakomben? Eine riesige vollgestellte Kelleranlage. Wait, what's happening? Oh Leute, oh Leute, oh mein Gott, jetzt wird es Cthulhuid. Is this place? Where am I? Oh, wie geil, Leute. Fremde Planeten. Seltsame, groteske Formation von Felsen. Oh, sehr cool. Was ist da in der Mitte? Cold. Something is missing. Ah, hier sind Fußspuren. Schaut mal, die erkenne ich. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Der einzige Weg vorwärts ist die Leere. Only way forward is the abyss. Hm. The only way forward is the abyss. Hm. Okay, also die Tür da vorne kann ich nicht öffnen. Die ist verschlossen. Und hier fehlt mir noch ein Teil. Der einzige Weg vorwärts ist die Leere. Vielleicht muss ich hier runterspringen? Guck mal. Phew. I didn't die. Hey, ich bin noch am Leben. It is icy cold and pulsating. Ah, das fehlende Teil. Ja, ich muss da drüben hin. Muss ich wieder den Sprung machen? Ja. My heart, be calm. Die Tür öffnet sich und so eine Zelle fiel nach unten. Das eine Wort habe ich nicht verstanden. Ah, okay, ich muss wahrscheinlich schnell sein. Ah.
Also immer wenn ich auf den Knopf drücke, fällt so eine Zelle runter. Aber die Tür geht dann zu, sobald ich mich ihr nähere. Now I am somewhere else. How? Ist das Yugov? Der Planet? Auf jeden Fall befinden wir uns hier irgendwo im Kosmos. It's harder to breathe here. Ich höre irgendwas atmen. What is that? Ist es ein Dol? Ein planetenfressender Wurm? Ja, jetzt sind wir hier wirklich vollständig im Cthulhuiden. It's like it stares right through me. It's like it stares right through me. Ich fühle mich verfolgt. It's like it stares right through me. Die Lösung kann ja nicht immer sein, hier runter zu springen. Also irgendwo runter zu springen kann ja nicht immer die Lösung sein. Vielleicht ins Maul des Monsters. Oh, no. Okay, das Maul des Monsters war gar nicht mal so falsch. Ich glaube nicht, dass das ein Dol ist. Weil die eigentlich anders aussehen und viel größer sind. Aber wir lassen uns überraschen, was hier noch auf uns zukommt. Oh, schöner, klassischer Cthulhuider Spooky Horror. Ich liebe es. Cthulhu, da ist sein Antlitz. Ah ja, und damit haben wir den Übergang da vorne aktiviert, sozusagen. Mit dem Erreichen des Symbols. Aber wie öffnen wir jetzt diese Tür? It's like it stares right through me. Achso, mit meinem Blick muss ich es anschauen und das Auge zumachen. Dann öffnet sich die Tür. Selbst wenn ich renne. Nee. It's like it stares right through me. Ah, wartet mal, ich muss rückwärts gehen.
Tür bleibt nur offen, wenn das Auge geschlossen ist. Muss ich rückwärts gehen? Head is already spinning. When will this end? Oh mein Gott. Ganz viele Türen. Und sie alle führen irgendwo hin. There are two recesses. Zwei Schlüssel werden gebraucht. My head. What just happened? Okay, die Tür führt mich in die Mitte. Warte mal, da ist was auf dem Boden. Schuhgröße 9. What kind of trickery is this? Okay, also hier... Ah, guck mal, da geht die Tür von selber auf. Oh, that is truly revolting. Frozen and pulsing, almost like it has a heart. Ja, es sieht wirklich sehr, sehr gruselig aus. Ich muss also nach Türen suchen. Nicht in die Leere und in die Schwärze führen. Oder ist das so eine Art Türcode? Dass ich immer durch die Türen laufen muss, wo ich irgendwas, einen gewissen Schuh oder sowas finde. Wo ich einen gewissen Schuh oder so finde, also eine Schuhgröße. Um sozusagen einen Code einzugeben. Ich meine, dieselbe Tür wird es ja jetzt nicht nochmal sein, oder? Genau, hier war ich ja. Oh. Das sieht ja cool aus. Jedenfalls Cthulhuid.
Ja, aber so viele Türen gibt's ja hier gar nicht. Ah, wahrscheinlich immer in die nächste Tür reinlaufen. Ja, immer in die Tür reinlaufen, aus der ich, ne? Welche, oder ist es immer dieselbe? Wartet mal. Ich habe mir jetzt mal eine Steinformation gemerkt. Ne, ist immer dieselbe. Hier sind so Zeichen, guck mal. Hier sind wieder Schuhe. Oh, wartet mal. Ah ja. Ein Ei. Also ein Auge. Okay. Habe ich hier ein Auge. Das Auge muss ich jetzt irgendwie zukriegen, wahrscheinlich wieder. Okay, derselbe Trick nochmal. The stench. A strange stone. It almost feels alive. Ja, und auch hier wieder diese Zeichnungen. Did I get out? John? What is it, Holmes? Oh, jetzt bin ich hier als John Watson unterwegs. Wer ist der Tote auf dem Altar? Können wir mal schauen, ob ich das schon zusammensetzen kann. Wir haben... Ich glaube eher, dass es nicht Kimia ist. Hier, Kimias Entführer. Genau, Dirty Summers. Aussage der Barfrau, Dirty Summers. Nepalesischer Junge. Ne, das ist es alles sogar nicht gewesen. Es ist am Ende wirklich, Arbeiterstiefel der große Elf, das kann eigentlich nicht sein. Aber wir gucken mal trotzdem, wir gehen dieser mal trotzdem nach. Nee, dafür fehlen mir auch irgendwie die richtigen Zusammenhänge. Nee, das ist es alles nicht. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal der Sache als Watson nach.
Ja, ein unterirdischer Tempel des Cthulhu. Holmes, where are you? Ja, eigentlich soll ich die mit die Laterne hier benutzen, aber... sehr mehr ohne L2. Ja, mit Blut eingeritzte Hieroglyphen. Vergammeltes Essen. Eine rudimentäre Schlafeinrichtung. Ein Holmes, der ziemlich von Sinn ist. Eine Statue des Cthulhu. Holmes, are you alright? Fine, Watson. I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Okay, jetzt wieder als Holmes unterwegs. Ah ja. His abdomen is severely bloated. Getrocknete Schlammkrümel, also ein Schlammarbeiter. Einstichstelle. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Ah ja, ich sehe schon, wir müssen hier einiges herausfinden. Blut, Schlamm. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Geht doch kein Schlammarbeiter. Menschliches Haar. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Ein Seil. Jemand wurde hier. Fine rope work. Cut by a finer blade. Okay, wir haben den zweiten Tatort. Also nicht den zweiten Tatort, wir haben den zweiten Indizienort. Miserable food, mass produced. Dann haben wir hier noch zwei Anhaltspunkte. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Offensichtlich Blut. A small blood stain, but not serious. Deep scratches left in a frenzy. Da wollte sich jemand rauskämpfen. The strength it would take to carry this crate, let alone break it.
on Earth? It looks like the scribbling of madmen. So. Und dann wahrscheinlich noch die große Cthulhu-Statue, ne? Der rosa Elefant hier im Raum. Hear that, Watson? I hear you. Kiranak, Flegethor, Lebumna, Siaha, Inguft. Finglui, Maglanafa, Cthulhu, Rilia, Waganagal, Fatagan. What on earth? How is that possible? Gefahr der Neugierde. Ah, Cthulhu 11 Tagen. Ach, guck mal, hier hinten haben wir noch ein paar. Ja, und ein Hinweis auf Relais, aber das gehört ja zusammen, denn Cthulhu schlummert ja in Relais. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. Vorname Amos, Nachname Colby, Haarfarbe rot, Augenfarbe braun, Geburtsdatum und Ort 20. April 52 in Boston, Massachusetts. Datum der Einreise 22. September 1882. Auf der Rückseite des Reisepasses befindet sich eine Zeichnung, die mit Blut angefertigt wurde. Sie zeigt ein Wesen, das einer Meereskreatur ähnelt, am ehesten einen Oktopus. Northwood Agency, diskrete Nachforschungen aller Art. Für sie reisen wir um die Welt. 154 Pennsylvania Lane, Boston, Massachusetts. Ein Werbeprospekt. Ein Ritualdolch. Old bloodstains. Ein Ritualdolch. At least two dozen pendants, all identical and made of tin. Ah, okay, bei dem Dolch muss ich noch was herausfinden. I've never seen a pattern like this before. Ja, weil es ja auch Cthulhu ist, ist ja der Kopf von Cthulhu da drauf. Oh, ich kann das alte Buch nicht anklicken. Sehr gemein. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Black Edelweiss Institute established 17 something. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Ja, Watson, da haben Sie mal direkt recht, möchte ich meinen. Aber noch haben wir nicht alle Orte von Interesse gefunden. Aber wir können natürlich mal gucken, ob wir ein, zwei Sachen miteinander kombinieren können. Werbeprospekt, Reisepass. Unbekannter Mann auf dem Altar. Unbekannter Mann auf dem Altar könnte man natürlich mal... Könnten wir natürlich gucken, ob wir
Wir könnten aber auch unbekannter Mann auf dem Altar gucken. I told you that black cat was a bad omen. We shouldn't be here. Das bringt uns ja nun gerade nicht weiter, Watson, denn wir müssen noch... den letzten Beweisort finden. Da vorne, da ist noch was. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lepture men's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Okay. Rekonstruieren wir das Ganze mal. Sie haben sich nicht aus, sie haben sich nicht aus, ausgezogen. Sie wurden die Kleider vom Leib gerissen. Ja, das wirkt sogar ganz logisch. Hier ist ja jemand aus der Kiste ausgebrochen mit Gewalt, wie wir wissen. Nee, er wurde nicht reingesteckt, er ist ausgebrochen. Na, lassen wir mal so, gucken wir dann. Er ist erwürgt worden, das haben wir herausgefunden. Ja, da ist durchgeschnittenes Seil. Bestätigen wir. Oh, das ist falsch. Boah. Ah ja, der Typ, der hier auf dem Altar liegt, aber auch falsch. Dann ist es das. Ah ja, mit dem Dolch, okay. Das war richtig. Das war falsch. Und da hätte ich mir auch noch die zweite Option angucken müssen. Ah, ganz viele Leute und haben hier noch rumgebetet. Okay. Ja, wir hatten den Hinweis auf viele Leute. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God.
Ja, was war das? Es war gerade zu dunkel. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Hui, Ermittlungsort abgeschlossen. So. Wer ist der Tote auf dem Altar? Also, wir haben... den unbekannten Mann auf dem Altar. Wir haben den Reisepass und den Werbeprospekt. Und es ist richtig. Amos Colby von der Northwood Agency. Der Mann auf dem Altar war ein Privatdetektiv der Detektei Northwood Agency in Boston. Womöglich ermittelte Mr. Colby in den vermissten Fällen, wurde dabei jedoch von den Entführern ertappt und dann von ihnen ermordet. Ah genau, wohin wurden die Entführten gebracht? Wir haben... ah, das... ich will vorher noch einer kleinen Sache nachgehen. Und zwar... Before I leave, I should know where I'm going. Achso, okay. Wir müssen uns... ganz kurz mal, gibt's hier irgendwas? Okay, ich muss jetzt erstmal den Fall noch lösen, also den aktuellen. Wohin wurden die gebracht? Wir wissen... wir haben das Kästchen aus Edel mit Zinn aus Edelweiß. Kästchen aus Zinn mit Edelweiß-Motiv. Wir wissen... sonderbare Symbole wissen wir und der Entführer, aber es ist eigentlich... ah ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Dann haben wir das Kreuz und die Geschehnisse in Lagerhalle 12. Yes! Die Entführer haben sich zum Institut Schwarzes Edelweiß aufgemacht. Das Institut wurde im 18. Jahrhundert gegründet und befindet sich irgendwo in der Schweiz. It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook, just in case. In einem Archiv kannst du Schlüsselinformationen für deinen Fall finden. Öffne die Fallmap und wähle einen Hinweis aus, mit dem du, der mit einem offenen Buch versehen ist. Okay. Also genau, nächster Zielort. So. Ach ja, jetzt kann ich hier auch nochmal auf Recherche drücken. Ui. Achso, jetzt muss ich hier recherchieren. Ah ja, also Ort Europa. Gründung weiß ich nicht. Ah, ich glaube 18. Jahrhundert. Tätigkeitsfeld. Sah mir nach Bildung aus. Organisationsform. Privat. Ah ja, unser nächster Zielort, das war richtig. Europa, 18. Jahrhundert, Medizin. Das Institut Schwarzes Edelweiß befindet sich in Interlaken in der Schweiz. Es handelt sich dabei um eine Heilanstalt, die auf Geisteskrankheiten und Suchtverhalten spezialisiert ist und im Jahr 1789 vom Professor Keller gegründet wurde. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get?
the Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Ja, Geflüster aus der Finsternis. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. Six soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Kapitel 3. Der Hort des Wahnsinns. The Mountains of Madness. Edelweiss Institute. Oh, Mountains of Madness, super Referenz. Weil Schweiz, Berge, Mountains, Madness, warum sie es mit der Hort des Wahnsinns übersetzt haben, weiß ich nicht, weil Berge des Wahnsinns sind natürlich eine der bekanntesten Cthulhuiden Geschichten neben Schatten über Innsmouth oder das Grauen von Dunwich, das Ding auf der Schwelle, also diese ganzen berühmten Cthulhuiden-Geschichten und Mountains of Madness ist natürlich super bekannt. Deswegen freue ich mich sehr aufs nächste Kapitel. Leute, das Spiel ist richtig gut. Also ich feiere es total. Ich habe als allermeistes ja Sinking City gespielt. Das war ja auch ein Actionspiel mit gewesen. Jetzt hier wirklich so eine Art Point-and-Click-Adventure. Ich finde es richtig cool, Leute. Ich bin ultimativ drin. Ich bin sehr gehookt und freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich freue ich mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.